Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feine Fantasy. So, ich würde sagen, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Runter mit dem Schiff und weiter leveln, Freunde, denn wir brauchen immer noch ein bisschen Cash, ne? Wir brauchen immer noch ein bisschen Cash in der Mesh. Einfach angreifen. Geht, wird schon passen. Attacke! Bam! Holy Macaroli! Gib mir Cash, mein Freund! Ich glaube 300 sind das wieder, ne? Ich glaube, das müssen 300 sein. Ah, 240. Aber Level up! Geil! Alle erstmal ein Level up. So muss das. So, weiter geht's. Weiter geht's. Aua! Nimm das. Und das. Und weil es so schön war, kriegst du gleich die nächste Portion. Bam. Und tschüss. 30 Gil ist jetzt nicht viel. Aber man beschwert sich nicht, ne? Man beschwert sich nicht. Man genießt jeden 10 hier bzw. jedes Skill, was man bekommt. Zeni war es ja, glaube ich, in Ragnarok, wenn ich mich recht entsinne. Von dem her, ja, ist es okay. Und tschüss. Boom, ein Antidot, Freunde, ein Antidot. Sind wir schon mal vor Gift minimal geschützt. Tarantel sammle ich ja aktuell in Animal Crossing. Gucken, reicht das? Habe ich, ich habe nur ein Antidot. Ich würde sagen, Mokuba braucht es auf jeden Fall mehr wie ich. Und dann klatschen wir noch die letzte Pause rein, und zwar auch auf Mokuba. Mokuba, der alte Ehrenmann. So, Attacke! Was haben wir hier? Oh. Attacke! Und tschüss! Okay, weiter geht's gegen ein paar schöne Pokas. Ich glaube, die können einen auch vergiften. Das wissen wir natürlich zu verhindern. 2500. Ich würde sagen, wir machen so, dass wir 1000 sind 2500. Haben wir 5000, also machen wir so 8000 in etwa, dass wir 8000 Gil haben. Weil dann können wir uns noch ein paar Antidots und Tränke holen. Wobei Tränke brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber Antidots auf jeden Fall. So, weiter geht's. Rein in die wunderschöne Stube. Und tschüss. Also so kann es gerne laufen. Immer
dass ich immer 100 kriege quasi. Hier müsste ich sogar 200, nee, hier kriege ich 100. Weil eine bringt glaube ich 50. Oder? Ja. Eine bringt 50. Kurz auf meine HP achten. Ja, okay, ich wusste es. Aidaria, bitte einmal auf Vita ballern. Ja, doch Vita. Vitra kommt ja später. Deswegen lasse ich die mal Vita ballern. Ich guck mal ganz kurz hier rein. Und zwar will ich gucken wegen Antidot, was das kostet. Oder ob man das hier überhaupt kriegt. So. Okay, Goldnadel, Hebzustand Stein. Pass auf. Wir machen das so. Erstmal nehmen wir 10 Antidots mit. Denn Goldnadel ist ein bisschen teuer, ne? Kippt stumm. Okay, es reicht. 10 Antidots, eins davon braucht man natürlich jetzt. So. Und dann nehmen wir nochmal Aidaria ihre Vita-Magie und ballern die auf mich. Heilung ist natürlich nicht die beste, weil es ist Vita und Vita bringt halt nicht viel. Da bringt Vitra zum Beispiel und Vitra, glaube ich, heißt es, ein bisschen mehr. Aber alles noch im normalen Bereich, Freunde. Alles noch im normalen Bereich. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. So, der Koloss muss auch wieder weg. Der Orga. Angriffsvorteil. Nice, Alter. Okay. Perfekt. Perfekt, so muss das. Und allen Level up, Freunde. Allen Level up. So, dann gehen wir einmal noch mal kurz, ich glaube hier müsste es ungefähr sein. Ja, klappt. Alter, wir waren eigentlich perfekt. So, einmal kurz speichern. Nicht speichern, ich meine heilen. Full geheilt, ey. Und weiter geht rein in den Hall. Ab geht der Lachs. So. Attacke! Boah, jetzt hat Moku mittlerweile auch schon 100 noch was HP. Also 112, um genau zu sein. Also es läuft auf jeden Fall gut. So, ich würde sagen, wir schauen mal. Ja, ich denke, da können wir uns auf jeden Fall jeweils einen Trank holen, eine Dingens holen.
Feuerer klingt ganz geil. Ich gucke mal, was gibt es bei Dingens, was gibt es bei Weißmagier. So, Vitra. Nice, Alter. Jetzt haben wir Vitra. Und jetzt haben wir noch 1000. Ich würde sagen, Weißmagier holen wir ja eh nichts mehr. Deswegen können wir die letzten 1000 auf jeden Fall noch mal hier reinballern. Und zwar in Blitz. Beziehungsweise Blitzra. So. Was ich jetzt gerne machen würde, einmal ab ins Schloss. Elfenschloss. Jetzt können wir uns mal hier umgucken. Hallöchen. Der König der Elfen, Astos 4. Was? Der König der Dunkelelfen, Astos 4.1, mit seinen Männern über dieses Schloss her. Er legte einen bösen Fluch über unseren Prinzen und stahl dessen Schlosses Schatz. Das ist natürlich nicht so toll, ne? Das, ja, das kann man nicht mögen, das kann man nicht toll finden. Das Meer von was Aldun. Im Westen, wo das Meer endet und in Land übergeht, dort leben in einer Höhle die Zwerge, oft etwas mürrig, aber sie sind ein liebenswerter Haufen. Geh mal weg. Nee, nicht nach da unten. Geh zur Seite. Zur Seite mit dir. Super. Nein! Danke. Es soll eine Hexe geben, die einen jeden Trank zusammenraut. Wie war noch ihr Name? Matoya. Diese Hexe, merkt euch den Namen, den werden wir später nochmal hören und die Hexe auch sehen. Aber merkt euch das einfach. Die Türen zu Schatzkammern sind versiegelt und können nur mit dem Zauberschlüssel geöffnet werden. Die Türen zu Schatzkammern sind versiegelt. Ja, ja, ja. Okay. Der sagt also genau dasselbe, was da auch schon steht. Die Info haben wir also schon einmal bekommen und jetzt haben wir sie doppelt quasi. Das ist ja interessant. Unser Prinz ist von Astos verflucht worden und in einen tiefen Schlaf gefallen. Rapunzel! Ah nee, warte. Dornröschen, nicht Rapunzel. Wir bitten euch innigst, seine Majestät zu helfen. Unser Prinz, ja. Ja, ja. Oda! 5 lange Jahre ist es nun her, seitdem Astos dieses Schloss überfiel und unseren Prinzen verfluchte. Sämtliche Tränke habe ich seiner Majestät bereits verabreicht, doch ich bin mit meinen Elfen Weisheit am Ende. So. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter. Wir haben ja noch einen Weg vor uns. Und den können wir langsam weitergehen. So ganz, ganz langsam auf entspannt können wir den mal weitergehen. Oh, Hinterhalt. Hinterhalt ist natürlich nicht so toll. So. Naja, ein Schaden, Alter. Ganz ehrlich. Da ist mir der Hinterhalt fast egal. Bei ein Schaden. Was wollen die großartig ausrichten, außer ein Schaden. So, es gibt hier jetzt zwei Wege.
Ich nehme erstmal den zweiten. So. Blitz. Beziehungsweise Blitzrad, damit man es mal gesehen hat. Auf jeden Fall popelt Mokuba wieder. Der Mokuba ist immer nur am Popeln, das soll ich merken. Blitzrad! Das war Blitzrad. Und das ist das Ende von dieser Orga, der uns fast 500 Gil bringt, Alter. Also mit den anderen zusammen, aber trotzdem 500 Gil. 1, 2. Okay, jetzt sind die dran. Ein Schaden, Alter. Ein einzigen Schaden. Ja, 17, das ist schon ein bisschen mehr. Okay, Hinterhalt. Man könnte, glaube ich, auch direkt den richtigen Weg gehen, aber ich mache es einfacher. Ich gehe als erstes quasi den Storyweg quasi. Und zwar hier zum Schloss, Westschloss. Und hier ist der König. Astos, der König der Dunkelelfen, hat mich betrogen und mich all meine Reichtümern beraubt. Seht nur. Sorry. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Mein prunkvolles Schloss zu einer Ruine verfallen. Und doch ihr seht aus wie tapfere Krieger. Erfüllt mir meinen letzten Wunsch und bringt mir aus der südlichen Sumpfgrotte meine Krone wieder. Wenn du eh nicht mehr König sein wirst, wozu brauchst du denn noch eine Krone? Das ist ein bisschen, weiß nicht, weirdy. Ich weiß nicht, ob da nicht irgendwie was nicht stimmt. Also doch, ich weiß es eigentlich schon. Aber ich meine, so angenommen, man spielt das erste Mal. Ja? Da denkt man doch direkt, da stimmt doch was nicht. Oh, eine weitere Zaubertür, die müssen wir uns merken. Ja. Ich würde sagen, raus hier. Und auf zur Sumpfgrotte. Auf zur Sumpfgrotte. Da unten ballern wir noch mal ein Zelt, Freunde. Da ballern wir noch mal ein Zelt da unten. Oh nein! Okay, wir gehen nicht direkt zur Sumpfgrotte. Ich habe nämlich nicht aufgepasst und Mokuba ist tot. Also gehen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Und holen uns Mokuba wieder. Tut mir natürlich leid für Mokuba, dass der jetzt ein bisschen in Vollzug ist, weil jetzt leveln die natürlich nicht mehr alle zeitgleich mit Mokuba. Aber naja, was willst du machen? Was willst du machen? Ne? Es kann nicht immer alles gut laufen. Wobei ich sagen muss, ich vermute, ja, Mokuba hat sich tot gepokelt. Oh, der arme Mokuba, Alter. Wieder nur getrollt wird er. Der wird wieder nur getrollt, der Mokuba. So, hier, die zwei, die kriegen wir auch noch down. Die bringen uns ein bisschen Cash in die Tasche. Ich glaube 195 oder so pro Dingens, also 360 oder so kriegen wir raus. 390 sogar. Wow. War ich ja sehr nah. Mukwa, so, ich muss dich also wiederbeleben. Es kostet ein bisschen was, aber okay.
Wie viel? 200. Tut mir leid. Tut mir leid, aber 200, vergiss es. Hallo. Jetzt aber. Nein. So. 200, vergiss es. Vergiss es, vergiss es, vergiss es, Mokuba, du wirst woanders wiederbelebt, weil 200 für einmal wiederbeleben, was ich da oben viel günstiger kriege. Ne, vergiss es. Also ganz ehrlich, da gehe ich lieber woanders hin und belebe da Mokuba wieder, als dass ich jetzt sage, yo, ich gebe 200 aus, um ihn wiederzubeleben, Alter. Never, Alter. Never gebe ich 200 aus, um Mokuba wiederzubeleben. Es tut mir natürlich leid für Mokuba. Aber so ist das Leben. Es ist hart. Es ist ein hartes Leben, Bruder. Scheiße, ich habe die Flucht nicht geschafft. Ich versuche mein Glück nochmal. Ich hoffe, wir gehen nicht genau rüber, Alter. Böser Blick. Mies. Miese Brise. Endlich, Alter. Ich wollte schon sagen, warum komme ich hier nicht weg? So, wir beleben Mokuba wieder. Geh weg. Danke. Wir beleben Mokuba wieder, denn hier zahlen wir nur 40. 40 Dollar, um Mokuba wieder zu beleben. Und ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Bis gleich.